Schönen guten Mittag, es sind den Sven für Geeks Live Luxemburg, aber es sind heute um Samstag um Gameland-Event zerkoppelt. Neben mir steht Sebastian von der WLG-Community und die werden jetzt ein bisschen ab, sie wird Gameland erklären. Ja, also Gameland ist eine Kollaboration zwischen VGLU und Rediff Games. Das ist ein ganz großes Gaming-Event hier im Land, das 48 Stunden nonstop stattfindet. Ich werde Kurve von 3D, das ist von dem 7. April um 6 Uhr bis Sonntag um 6 Uhr. Und du kannst alles machen, du kannst ihn frei zocken, kannst ihn auch eben auch Spaß bei verschiedenen Sachen mitmachen, Gleichgesinnte finden, kannst ihn bei Boardgames mitspielen, kannst ihn bei Challenger mitmachen, dann kleine Goodies gewonnen oder sogar andere Preise. Kannst ihn bei Turnieren mitmachen, ziemlich kompetitiv, auch als es noch Leute aus anderen Ländern kommen. Extra für alles Turnieren. Wir haben noch Quizzes 4 gesehen, auch Workshops, Cosplay-Workshops, Squishy Toys-Workshop über die 3D, so 41 Stunden. Und gut, für alle Gamer kann ich euch alles finden. Ja, hier hat sich schon mal tipptopp gewonnen. Für 41 Stunden hat sich da allerdings noch einen dicken Batzen abgestimmt. Ja. Ja, nein, da haben wir nicht alles. Also, wie ich auch zum Beispiel gesehen habe, auf der Bühne ist ein riesiges Leinwand abgezogen. Ja. Und da lief permanent ein Video. Naja, mit denen alle vier Stunden haben wir eben einen Zeitplan angeplant, eine Timeline, wo dann immer verschiedene Sachen werden laufen. Und das wird alles auch gestreamt. Und du hast auch eben die Leinwand auf der Bühne, also das ist der Stream. Und die gehen erst auch online. Auf Facebook werden alle vier Stunden die durch. Ich fand, der sollte heimgehen und der vermisst die Atmosphäre von heute. Der wird dann ein bisschen nach an ihrem Zimmer durchspielen. Dann können wir den Livestream machen und dann können wir uns live nur gucken, wie wir dann noch ein Galerieren. Bei Autonomen zum Beispiel, Horror Game Panel. Oder ihr könnt gucken, wie die Leute dann. Tourneier, Finale werden noch gestreamt, also wir werden probieren, das ganz interessant sein. Ja, natürlich, das ist am Anfang für die ganze Community, die nicht zu Hause sind oder nicht vielleicht willkommen oder vielleicht schon eine Distanz, wie gesagt, ich weiß ja nie, wie der Fall im Moment ist. Wir haben auch für die dann etwas da, also dass die auch können ein bisschen Partizipation in dem ganzen Event mitzuhören. Ja. Also der Stream, pardon. Für die. Der Stream ist ja für alle, für die Leute ein Aperçu zu geben, die nicht wissen, ob sie sollen kommen. Aber ich kann nicht schon so, die Leute, die das Video gucken, der soll unbedingt kommen. Weil die Leute, die hier sind, die können etwas gewinnen. Und die können viele Sachen gewinnen. Was können sie da gewinnen? Eine andere mit Nintendo Switch, Breath of the Wild dabei, ein Mini-NES, die mehr uns momentan noch gibt. Über 50 oder 60 andere Goodies. Nicht nur egal was, aber auch ziemlich limitierte Sachen. Eine andere mit einer Lootbox, die du hast. Videospiele, die wir da gemacht haben, Figurinen. Und das ist alles an unserer Tombola. Wo ein heißer Platz kann partizipieren, für du mitzumachen, muss ihn unser Schüsse mitmachen bei Challengen. Wenn du gewöhnt, kriegst du die Losen oder kriegst du die Losen für 2 Euro an, 2 Euro ein Stück. Und das ist, du kannst so viel kaufen, wie du willst. Und wenn du mehr akkumulierst, hast du mehr Chancen, nur zu gewinnen. Das ist am Anfang verschiedene Mitgedürfnisse und Hauptsache Partizipation als alles. Partizipation an alles, als alles, ja. Aber wenn ich will, dass nächstes Jahr noch so ein Gameland ist, aber wenn ich will, dass unterstützen, was wir übrigens mit der Lua und wer geht möchte, dann kommt der Anschluss rein und unterstützt uns mit Mats. Probiert zu schauen, so viel ihr könnt, weil wir wirklich alles geben. Aber wirklich schränkt für die Community. Ich fand das ein fantastisches Event, wirklich. Ich bin zufrieden, wie Martin, weil das ging aus. Ja, das trifft mich zu hören. Also von meiner Seite aus sind ich nur keine Frage mehr dazu. Klingt alles schlüssig, und das wird aber erklärt. Ja, so viel mehr für ein Interview und noch viel Spaß im Rest von der Gameland. Merci.